Gehen wir noch mal ins Badezimmer, denn ich habe hier gerade was gesehen, das habe ich so noch nie gesehen. Das stand bestimmt alles mal schön in den Regalen drin. Und dann kamen irgendwelche Möchtegern, sag ich mal, und meinten, das hier verwüsten zu müssen. Auf dem Boden sehen wir so eine alte Puppe. Meine Fresse, ist die gruselig. Links befindet sich dann die ehemalige Küche. Oh, oh Leute, der kommt hier auf. Ich mach das nicht mehr. Deswegen gehe ich mal stark davon aus, dass hier eine ältere Person gewohnt hat, die dann womöglich hier verstorben ist. Direkt, wie man sieht, an einer Straße. Und das hier ist hier so laut, ich verstehe gar nicht, wie man hier schlafen konnte oder überhaupt wohnen konnte. Hi Freunde, schön, dass ihr zu einem neuen Video auf meinem Kanal eingeschaltet habt. Unser heutiges Lost Place ist ein verlassenes Haus. In diesem Haus soll ein alter Mann gewohnt haben, der auch hier drin gestorben ist. Wir befinden uns direkt an einer Hauptstraße, deswegen ist es auch hier ziemlich laut mit den Autos. Es gibt auch noch sehr, sehr viele Dinge. Wie lange das Ganze verlassen ist, kann ich nicht sagen. Vielleicht finden wir ein Datum. Und um nicht zu viel Zeit zu verlieren, will ich einfach sagen, legen wir los mit dem Video. Viel Spaß! Den wir sehen, ist ein alter Lagerraum für irgendwelche Ersatzteile. Da zum Beispiel sehen wir einen alten Spiegel von einem Auto und zwei Faxgeräte, so wie das aussieht. Zum einen haben wir erstmal den Canon Fax B310 und einen von Telekom, das AF341. Vielleicht hat der Herr, der damals hier gewohnt hat, ja auch hier eine Firma gehabt. Etwas in der Art Gartenfirma. Da kommen wir aber gleich drauf zurück. Weiterhin sehen wir auf dem Boden nur Dachpfannen. Ich weiß nicht, ob das Ersatzdachpfann ist oder ob er die verkauft hat oder vertrieben hat. Gehen wir weiter ins Innere dieses Hauses. Das ist völlig direkt dieses Fahrrad auf. Ohne Lenkrad, ohne Sitz. Da in der Ecke sind noch alte Möbel, die auseinandergebaut und dann hier hingestellt wurden. Ich weiß nicht, ob jemand mal das Haus ausräumen wollte oder was. Es scheint, als wenn schon ziemlich lange hier so steht. Hier sehe ich auch gerade Isoliermaterial fürs Dach. Wir haben ja gerade am Anfang die Dachpfanne gesehen. Jetzt dieses Isoliermaterial aus Styropor, gut möglich, dass jemand mal renovieren wollte und es dann sein gelassen hat. Weiter geht's dann Richtung Flur. Das ist der Haupteingang. Gehen wir nochmal ins Badezimmer, denn ich habe hier gerade was gesehen, das habe ich so noch nie gesehen. Seht ihr das da hinten an der Wand krabbeln? Leute, hier ist komplett alles voller Ameisen. Seht ihr das? Die haben sich hier irgendwie so ein Nest gebaut. An der ganzen Wand krabbeln die, und ich weiß gar nicht, ob man das im Video so wiedergeben kann, wie das gerade hier aussieht. Wollen wir sie da nicht weiter stimmen? Wieder den Flur entlang. Hier rechts führt sich der Flur fort. Da ist eine Treppe nach oben, da schauen wir gleich mal vorbei. Und links haben wir die Toilette. So einen kleinen Badezimmerschrank sehen wir auch hier. Der ist aber leer. Und wir sehen ein Katzenklo, deswegen können wir stark davon ausgehen, dass der Mann, der hier gewohnt hat, eine Katze hatte. Dass der Probleme hatte, kann man eventuell hier dran sehen. Das sind so Einlegedinger für die Unterhose. Kann gut sein, dass der gute Herr, der hier gewohnt hat, inkontinent war. Ja, das heißt inkontinent, glaube ich, oder? Was befindet sich hier? Ist das eine alte Schreibmaschine? Ah, damals. Electronic Typewriter. Okay. Befinden sich jedenfalls noch zwei Räume. Schaut euch das an. Das Regal liegt auf dem Boden, alles hier verteilt. Das stand bestimmt alles mal schön in den Regalen drin. Und dann kamen irgendwelche Möchtegern, sag ich mal, und meinten, das hier verwüsten zu müssen. Auf dem Tisch sind noch einige Elektrogeräte. In der Ecke diesen PC. Auf dem Boden befindet sich der dazugehörige Tower. Der wurde auch schon durchforstet. Dann war dieser Raum wahrscheinlich sowas wie das Büro. Sehr interessant, diese AC Milan. Weiß nicht, ist es eine Satellitenschüssel gewesen? Die Tapete da hinten. War das, bevor es mal das Büro war, ein Kinderzimmer? Weil normalerweise hat man in Büros nicht diese Tapeten dort.
Diese Badezimmerschränke an der Wand dienten wahrscheinlich auch mal als Lagerort für Kleinteile. Die ganzen Regale standen bestimmt voll, bevor hier die ganzen Klamotten auf dem Boden gepfeffert wurden. Oben finden wir noch eine Dose Gebäckröllchen mit Cremefüllung. Und hier finden wir auch unser erstes Datum. Und zwar ist es der 17.03.2006. Das heißt, das Ganze steht jetzt hier 16 Jahre mindestens leer. Und ich würde sagen, so sieht es auch leider hier aus. Aus diesem Büro geht es dann gegenüber in den Raum. Das ist eine Abstellkammer. Auf dem Boden sind noch ein paar Paneelen, eine alte Duschwanne, eine Hängetoilette und ein Waschbecken. Und hier ist wohl jemand eingebrochen. Deswegen müssen wir hier auch wieder schön vorsichtig sein. Das Komische ist, auch hier sehen wir diese Tapete für Kinder. Als wäre das auch mal ein Kinderzimmer gewesen. Irgendwie ist das Haus ein bisschen komisch. Was befindet sich eigentlich auf dem Boden? Ist das irgendwas zum Auspressen gewesen oder sowas? Für Wäsche oder so? Oder für irgendwie Obst, dass man Saft daraus gekriegt hat? Wenn ihr es wisst, könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben. Auf dem Boden liegt noch was. Microsoft Word 2.0 auf einer Diskette. Ich weiß nicht, kennen das die meisten von euch noch, eine Diskette? Aber mittlerweile haben Computer überhaupt kein Floppy-Laufwerk mehr. Meiner hat ja nicht mal ein CD-Laufwerk. Also ist alles noch über USB. Wie die Zeit verrennt. Ganz interessant auch zu sehen, dieses Loch hier. Wahrscheinlich konnte man dort damals auf den Dachboden gelangen. Jetzt geht's leider nicht mehr, aber für euch halte ich die Kamera mal nach oben. Ich hoffe, das klappt. Schauen wir mal, was es hier so gibt. Ah, sieht aus, als wenn der Dachboden leer wäre. Manchmal ist das echt vom Vorteil, wenn man so ein längeres Stativ oder Gimbal, wie ich in diesem Fall, dabei hat. Dann können wir die Treppe wieder runtergehen, denn unten befindet sich noch Küche und Wohnzimmer. Auf dem Boden sehen wir so eine alte Puppe. Meine Fresse, ist die gruselig. Ich mag ja solche Puppen überhaupt nicht. Hab Angst, dass sie mich dann verfolgen oder so. Ich glaube, ich habe zu viele Horrorfilme geguckt. Hier wurde der Kopf von der Puppe abgetrennt und hingeschmissen. Links befindet sich dann die ehemalige Küche. Oh Leute, da komm ich auf. Stofftier. Ich dachte jetzt, was ist da denn rum? Ich dachte erst, das ist irgendein Tier mit übertriebenem Fell, aber zum Glück ist es nur ein Stofftier. Dass ich mich vor sowas noch erschrecke. Ja. Hier befindet sich der Kühlschrank. Ist der noch drin? Oh ja, ich mache wieder schön zu. Aber warum muss ich immer diese Kühlschränke aufmachen? Ich mache das nicht mehr. Mega, muss weitergehen. Es muss weitergehen. Was in diesem Haus wundert, dass diese ganzen Küchenschränke noch hier hängen. Unten, die Schränke sind noch vorhanden. Ist noch was an den Schränken drin. Hier ist eine Dose, wahrscheinlich mit Zucker, so wie das ausschaut. Ansonsten aber nicht mehr viel. Auf der Arbeitsfläche sind noch ein paar Gabeln und irgendwas Ekliges, Vergammeltes in diesem Topf oder Pfanne. Boah. Außerdem noch ein bisschen Kaffeepulver mit der dazugehörigen Kaffeemaschine. Und so ein alter Topflappen hängt auch noch rum. Das Problem ist, wenn man diese Kühlschränke aufmacht und da kommt so ein Mock raus, ja, der hält sich hier im Raum. Ich reiß mich gerade vor euch echt zusammen, dass ich hier nicht loskotze, ne? Wie wir auch hier sehen können, alles einfach auf dem Boden verteilt. Und wenn die Puppen gerade schon genug gruselig waren, ist hier auch noch so ein Puppenhaus für solche Puppen. Ich weiß nicht warum, aber erinnern tut mich das immer irgendwie an irgendeinen Horrorfilm. Weiter in den Flur reingucken. Auch hier ist alles verteilt. Wie kommt man auf die Idee, diese Bären hier so hinzusetzen? Unfassbar. Es gibt Spannendes in diesem Raum. Das war anscheinend mal Schlafzimmer des Herren. Und auch in diesem Raum gibt's eine Puppe. Dieser Schrank ist hier natürlich wieder was für mich. Irgendwie hat er schon mal wieder was. Wenn wir weitergehen, geht's dann ins Wohnzimmer. Auch hier fühlt sich das fort. Wie im ganzen Haus schon. Alles einfach auf den Boden geschmissen. Guckt euch das an, Leute. Und auch hier über diese Puppen, seht ihr das? Hier ist einfach alles kreuz und quer auf den Boden geschmissen worden. Die Frage ist jetzt, war das schon so? Ist das durch den Besitzer so gekommen? Und hier ist noch ein Puppenkörper zu sehen. Ist das krass. B.
Beamer gab es auch. Der Rest davon steht hier. Und auf dem Stuhl, wie gesagt, diese Puppe. Ich habe Angst, dass die mich gleich übertriebenst krass anspringt. Hier liegen auch ganz viele Bücher auf dem Boden, alte Klamotten liegen. Wie konnte man hier wohnen? Die Autos nerven mich ja sogar jetzt hier. Hier hätte ich nicht wohnen können. Das ist so laut. Das Haus ist wahrscheinlich auch nicht so gut schallgedämmt. Naja. Jetzt sehe ich gerade, hier hinten in der Ecke ist eine Kiste. Vielleicht finden wir da einen Namen. Da steht nur eine Aral-Tankstelle als Adresse. So Leute, und ich habe ein privates Foto gefunden. Ein Herr mit Fake-Brüsten und der andere lacht. Vielleicht war das Ganze mal in seiner Firma damals. Die Frage ist jetzt, hat wirklich nur ein Herr hier gewohnt? Weil ich kenne keinen Mann, der irgendwelche Puppen sammelt. Ja, Fragen über Fragen. Auf dem Boden sehen wir einen Hinweis, dass eine ältere Person hier gewohnt haben müsste. Einfach aus dem Grund, weil hier so ein Teil vom Rollator steht und in der Ecke eine Krücke. Deswegen gehe ich mal stark davon aus, dass hier eine ältere Person gewohnt hat, die dann womöglich hier verstorben ist und dann das Haus sich selbst überlassen wurde. Im Haus sind wir jetzt fertig und wir schauen uns kurz auch einmal den Außenbereich an. Auch hier fällt direkt auf, dass einfach hier alles hingeschmissen wurde, gesammelt wurde. Versucht wurde zu renovieren eventuell, weil die ganzen Steine da liegen, da hinten auf der Palette. Hier kann man gar nicht großartig viel zu erzählen. Irgendwelche Müllbeutel auf den Boden gelegt. Hier haben sich die Ameisen schon ausgebreitet. Und so liegt noch die alte Arbeitsjacke. Und das Ganze war damals wahrscheinlich nicht zugewachsen. Denn hier befindet sich auch noch ein alter Fiat. Guckt euch das mal an. Die kompletten Scheiben sind schon rausgenommen. Wie lange der hier wohl schon steht. Bei der Dicke dieses Baumes hier und der ganzen Büsche. Das Ganze schon... Das mit den 16 Jahren passt, denke ich mal auch. Auf dem Boden finden sich noch Rollerersatzteile bzw. Rollersitze. Da ein paar Reifen. Und hier sehen wir den Haupteingang dieses Hauses. Auch hier ist schon alles relativ zugewachsen. Und dann sind wir soweit mit dem Haus fertig und gehen Richtung Auto. Dieses Haus kann ich euch natürlich auch von außen zeigen, denn das hier ist sowas von aufgegeben. Das ist meiner Meinung nach hier, glaube ich, keinen mal interessiert. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Es gab noch einige Dinge zu sehen. Sehr viel Vandalismus, kann man schon fast sagen. Es ist ein sehr kleines Haus gewesen, direkt wie man sieht, an einer Straße. Und das hier ist hier so laut, ich verstehe gar nicht, wie man hier schlafen konnte oder überhaupt wohnen konnte. Also das würde mir ja übelst auf den Zeiger gehen. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne einen Daumen da, lasst mir ein Abo da. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Bleibt stabil und negativ.